Ja, Hallöchen. Es ist wieder mal ich, euer Garten- und Küchenfuchs. Ich wollte euch mal meine Paprikapflanzen zeigen. Die sind jetzt beide, also ich würde sagen, die hier ist ungefähr 1,20 Meter. Und die andere dahinter, die ist ein bisschen buschiger und dafür nicht ganz so hoch. Die hat ungefähr einen Meter Höhe. Da hängt aktuell eine Paprika dran. Und an der anderen Paprikapflanze, da hängen ein paar mehr dran. Eine ist schon am Abreifen. Insgesamt hängen da 9 oder 10 Paprikas dran. Daneben seht ihr die Peperonis. Und die Blockpaprika, wo mich die Pflänzchen pro Stück etwa ziemlich exakt 1 € gekostet haben. Ja, man probiert halt mal aus. So, hier seht ihr meine Snack-Paprikas, die ich vergangenes Jahr im Folientunnel be bereits stehen hatte. Ihr seht, die Pflanze hat sich super entwickelt. Sieht aktuell ein bisschen komisch aus, wahrscheinlich weil sie so voll hängt. Ja, ich muss sie, glaube ich, mal irgendwie abstützen irgendwann. Und ja. Dann wollen wir mal kurz zum Gewächshaus schauen. Da drin wird gerade gewässert, aber es macht nichts. Hier meine Chili-Pflanze. Ihr seht, da hängt auch einiges dran. Auch letztes Jahr im Mai gesät. So, und was man hier jetzt von hier aus sehen kann, ist einmal hier im Eck. Die eine Spitzpaprika, in der Mitte die Gemüsepaprika und dann noch eine Spitzpaprika. Da hinten in der Ecke sieht man eine Gurkenpflanze, die schon in Blüte ist. Ja, ich habe das Wasser ein bisschen kräftig aufgedreht da drin. Ja, aber das macht nichts. Das war jetzt ein kurzes Paprika-Update. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Tag, einen guten Morgen. Wann auch immer ihr dieses Video anschauen mögt. Ja, macht's gut, Arrivederci, ciao, ciao, Shalom und goodbye.